Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und ich bin beim letzten NES-Game mit den Anfangsbuchstaben D. Dinowarts. Was auch immer. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, das Game scheint nicht allzu beliebt zu sein. Hat auch keine sonderlich gute Wertungen damals schon abgeräumt, aber ich zock's natürlich trotzdem. Schauen wir uns mal kurz das Cover an. Ich habe hier eine Einstellung, um das Cover ein bisschen zu betrachten. Typ schießt Dino in den Kopf. Und ansonsten sehen wir hier nicht. Es ist von Bandai und der Bandai-Spieler sind nun mal eigentlich gar nicht so schlecht. Na, mal schauen. Also ich habe schon ein paar gute Titel von Bandai gezockt. Was natürlich nicht heißt. Gut. Schauen wir hier mal rein ins Game. Muss ich mal mein Set noch ein bisschen testen. So, da sind wir schon. Go. Mal die Steuerung checken. Ich kann mich ducken. Ich kann hüpfen. Ich kann schießen. Okay, wie viel kann ich schießen? Habe ich unendlich Schuss? Scheint so. Start ist Pause und da verschwinden aus irgendwelchen Gründen die Hindernisse. Und Select bringt gar nichts dabei. Okay. Dann werde ich mal versuchen, darauf zu hüpfen. Uah. Okay, das scheint nicht so leicht zu sein. Wow. Hä? Ich kann da unten doch einfach gehen. Verliere ein bisschen Energie. Okay. Ich habe auf Wikipedia ein bisschen mich eingelesen und da steht, es scheint ziemlich verbuggt zu sein, das Game. Naja, schauen wir mal, ob das stimmt. Die Schusssequenz ist ein bisschen zart. Komm schon. Hopp. Ah, also es ist schon... Strahlung ist gewinnungsbedürftig. Aha, da ein Energietank hier, den ich instant auf den Stacheln einsammeln muss. Grafik soll unterdurchschnittlich sein, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich meine, okay, mit DuckTales oder so kann man es natürlich nicht vergleichen, aber... Oh, schlimmer geht immer! Okay, Was ist da jetzt für eine... Aha. Jetzt werde ich zum Dino, oder was? Dino Warts. Aha. Godzilla lässt grüßen. Was ist das da oben? Was ist das da oben? Quatsch. Ah. Aha, noch mehr Dinos. Alles platt machen. Also die Art, wie der Dino haut, ist ein bisschen schwach. Also das hätte ich grafisch auf jeden Fall mit dem Schwanz hauen lassen. Oder? Ah, jetzt kann Dino schießen. Warum auch immer. Dino kann schießen. Nein, finde ich gut. Oh. Was ist das für ein Schuss? Ah ja, Boomerang, Dino-Schuss. Geh weg, da du klumpert. Weg, runter mit dir, runter. Ab in den Abgrund. Tschüss. Nein, ah, Hilfe. Ja, ich weiß nicht so recht, Leute. Es ist auf jeden Fall besser, als ich erwartet habe, sagen wir mal so. Vor allem, es ist erstaunlich, dass es nicht so schwer ist. Ist das vielleicht ein bisschen für die jüngere Zielgruppe, aber dem Cover zufolge hätte ich das jetzt nicht so gesehen. Warum kann der da einfach über die Stacheln gehen und ich nicht? Ja. Kann ich da eine andere Waffe nehmen? Nein. Geh weg!
weg, geh weg, geh weg. So, dann. Ich habe nur noch die Hälfte der Energie. Ich könnte mal ein bisschen Energie brauchen. So, da. Wenn ich mal irgendwie ein bisschen Energie spawnen. Ist das jetzt eine Mine oder was? Soll ich es ausprobieren? Ja, ist eine Mine, okay. War mir nicht sicher, es war mir irgendwie nicht ganz klar kommuniziert, aber jetzt weiß ich es natürlich. Ah, da kommt ein Flugdino und greift mich an. Geh weg, Flugdino. Ich mag keine Flugdinos. Aber dafür gibt es Energy. Wow, eine Menge Energy. Gleich voll aufgefüllt. Geh weg. Geh weg. Mal da drüber. Andere Richtung. Was ist das? Aha. Eine Spezialwaffe. Aber es gibt schon viele verschiedene Waffen, oder? Sind alle nicht sonderlich praktisch? Aber ich habe rechtzeitig gedrückt. Zumindest gefühlt rechtzeitig. Und wenn ich abschütze, bin ich instant Game Over. Und fang von vorne an. Oder was? Continue. Okay, ich fange nicht ganz von vorne an. Eigentlich ist der normale Schlag eigentlich gar nicht so schlecht. Diese komische... Dass man nicht einmal runterfallen darf. Wundert mich dann doch ein bisschen. Ah, die Steuerung hat ihre Macken. Also, das bin ich jetzt irgendwie nicht so weit gehüpft, wie ich es eigentlich gefühlt hätte. Kann man natürlich sagen, ja, ist meine Schuld, aber... Ich finde, es muss sich auch so anfühlen, als hätte man selbst den Fehler gemacht. Und das ist da manchmal jetzt nicht gewesen. Schauen wir mal noch. Aber ja, ich weiß, also Steuerung machen ist, eine gute Steuerung machen ist alles andere leicht. Auch heute noch. Und damals war das natürlich noch um einiges schwerer. Ah, weg mit dir. Und fest auf die Schnauze, was auch immer das ist. Jetzt habe ich diesen Superschuss. Mal schauen, wie weit ich dann noch komme. Aha, da geht's wieder rein. Ist ein Endgegner. Weg mit dir. Da kann ich eigentlich irgendwie nicht sonderlich gescheit ausweichen. Ah! Aha, was ist euch da jetzt bekommen? Man weiß es nicht. Boah, das schaut schon cool aus. Schaut schon cool aus. Weiß nicht, das, ist, das gefällt mir. Vielleicht bin ich leicht zu beeindrucken, aber wie der Typ da in deinem Dinosaurier oben drin sitzt, das war schon hübsch gepixelt. Ah, okay, das schießt auch auf mich. Extra Energie einsammeln, weiter geht's. Kann ich nicht drauf schießen, das nervt. Ich sehe mich nicht. Ah. Wenn die Sprites ein bisschen flackern, habe ich ja kein Problem damit. Ich weiß, das ist technisch bedingt, ist mir alles klar. Aber... Das ist dann doch ein bisschen viel manchmal. Weg mit dem Dreck. Weg damit. Weg, 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 weg. So. Schauen wir mal weiter. Eieiei. Ah, das ist ja... Weil man hat nur eine Chance, das ist so bitter. Man hat echt nur eine Chance und dann kann man gleich wieder von vorne das Level anfangen. Eieiei. Okay, letzter Versuch, Leute. Letzter Versuch. Und ich sage noch, es ist ja gar nicht so schwer. Aber dass man
mit einmal runterfallen tot ist, das ist natürlich hart. Na, na. Weg mit dir. Tschüss, 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 tschüss. Komm schon, weg. Ah. Das Energiezeug verloren da noch. Wie kann ich das da oben abschießen da? Ich meine, ich kann da so, na, ich komme da einfach, ich kann das einfach nicht abschießen. Pff. Das Timing ist furchtbar. Ich glaube, ich brauche doch mindestens 10 Versuche, um diesen Sprung zu schaffen. Und da habe ich leider keine Zeit. Nein, leider keine Lust, Leute. Tut mir leid, darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr. Das war Dino Wars NES. Und das war das Cover. Und ich habe das falsche Ende erwischt. Das ist das Ende. Ich danke euch fürs Einschalten. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut gleich mal da drüben. Wenn ihr da unten auf mein Icon klickt, dann könnt ihr mich abonnieren. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, dann freue ich mich natürlich ganz furchtbar. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.